Wir sind gerade mitten am KIT-Campus, wo die Hochschulgruppen gemeinsam trainieren. Ich bin Nick und ich studiere Elektro- und Informationstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Aber Studium, das ist viel mehr als nur Vorlesungen und Lernen. Es gibt super viele Möglichkeiten, Leute zu treffen mit den gleichen Interessen. Oft entsteht dadurch auch mehr. Hi Nick. Hi. Hi. Hallo. Hi, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Das sind Florian Kassel, Markus Schiefer und mein Name ist Marc Feigl und gemeinsam haben wir die Firma SIMO gegründet. Das steht für Science for Motion. Ach cool, und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, Marc und ich kennen uns von der Hochschulgruppe Tauchen am KIT und Markus und Marc haben während ihrer Promotion zusammen Elektromotoren entwickelt für das Formula Student Team des KITs. Ach krass, noch eine Hochschulgruppe. Die bauen doch Rennwagen und treten dann weltweit damit an, oder? Ja genau, und in diesen Rennwagen haben wir unsere Wickeltechnologie zum ersten Mal unter realen Einsatzbedingungen getestet und sind mit diesen Motoren 2016 Weltmeister geworden. Wenn du willst, kann ich dir am Prüfstand mal zeigen, wie sich die Motoren weiterentwickelt haben. Los geht's. Sehr gerne. Hier am Prüfstand können wir verschiedene Betriebspunkte mit den Motoren anfahren, um dann unsere Simulationsmodelle mit den Messergebnissen abzugleichen. Wir können aber auch verschiedene Rennstrecken, irgendeine auf der Welt, simulieren, um dann zu schauen, wie sich denn der Motor innerhalb eines Fahrzeugs verhalten würde auf dieser Rennstrecke. Komm, wir probieren das mal aus. Ja cool, wo werden denn eure Motoren dann konkret eingesetzt? Hier haben wir zum Beispiel jetzt ja für den Motorsport, also elektrischen Rennsport, die Motoren entwickelt. Wir hatten schon andere Projekte für das elektrische Fliegen, also Lufttaxis, Prüfstandsanwendungen, überall dort, wo ganz spezielle Anforderungen an den Motor gestellt werden. Speziell ist ein sehr gutes Stichwort. Was würdest du denn sagen, macht das Studium der Elektro- und Informationstechnik am KIT so speziell? Zum Beispiel die Vielzahl der Vertiefungsrichtungen, die mir angeboten wurden damals, haben mich begeistert. Man kann sich sehr früh schon auf sein eigenes Interessensgebiet fokussieren. Den Zugang zur Praxis bekomme ich dann durch die Hochschulgruppen. Und alles findet im Zentrum von Karlsruhe auf dem großen Campus statt. Gute Bedingungen sind ja das eine, aber wusstest du inhaltlich damals schon zu Beginn deines Studiums, was du später mal machen willst? Ich hatte natürlich schon einen gewissen Draht zu technischen Dingen, aber ich hatte mit einem Elektromotor noch überhaupt gar nichts zu tun. Da hat dann erst eine Grundlagenvorlesung im Bachelorstudium mein Interesse geweckt und das habe ich dann im Master noch vertieft. Das war super interessant. Habt ihr vielleicht abschließend einen Tipp für diejenigen, die gerade schon Elektro- und Informationstechnik studieren oder es noch vorhaben? In fast allen wichtigen Zukunftsfeldern spielt Elektrotechnik eine entscheidende Rolle. Die Elektromobilität ist nur eine davon. Nutzt neben dem Studium auch die Möglichkeiten der KIT-Hochschulgruppen. Geht wie ich vielleicht tauchen. Traut euch, es macht Spaß und es lohnt sich. Danke für deinen Besuch und noch viel Erfolg für dein Studium. Ciao.